an pro Jahr. Derzeit lagern auf der Freifläche dort in einfachen Fässern auf jeden Fall über 13.000 Tonnen. Früher hat man das Ganze nach Russland exportiert. Das hat die Atombewegung und die Politik dann auf Druck der Atombewegung gestoppt. Derzeit wird das im Freilager dort gelagert, in Fässern. Und mittlerweile wird immer so getan, dass das Wertstoff ist, was da liegt, dass man das ja noch irgendwie nutzen will. Es wird aber auch immer mehr offiziell, dass das Atommüll ist. Es gibt keine wirtschaftliche Nutzung für das abgereicherte UF6 und damit ist es Atommüll aus unserer Sicht. Wir haben immer gesagt, es ist Atommüll, was da liegt. 13.000, 15.000 Tonnen im Moment. Mittlerweile wird es im nationalen Entsorgungsplan, der wird an die EU gemeldet. Dort hat der Bund auch gesagt, ja, da müssen wir mit rechnen, dass das Atommüll wird. Und die haben insgesamt für den nationalen Entsorgungsplan 100.000 Tonnen Atommüll aus Gronau angekündigt. Also das ist der größte Atommüllproduzent, den wir haben in Deutschland. Was aktuell auch ist, die haben gesagt, ja, wir können ja nicht immer weitermachen, immer mehr von diesem UF6 dort lagern in dieser Anlage. Wir müssen das irgendwie umwandeln und die wandeln es derzeit in Uranoxid um. Deswegen wird das abgereicherte Uran nach Südfrankreich transportiert, nach Uranoxid umgewandelt. Aber das soll dann nach Gronau wieder zurück. Das wird nur umgewandelt in Frankreich und soll zurück. Und wo soll es hin? In eine große Halle. Die Halle hat eine Kapazität von 60.000 Tonnen Uranoxid, die dort gelagert werden kann. Die Genehmigung ist leider noch nicht ganz durch, sollte eigentlich 2014 fertiggestellt werden, die Halle, ist sie auch fertiggestellt worden und sollte dann noch abschließend genehmigt werden in 2014. Das hat aber nicht geklappt. Warum, ist ein bisschen unklar, warum diese Halle derzeit keine Betriebsgenehmigung hat. Wir gehen davon aus, dass der Betrieb wohl erst 2016 möglich ist, das sagt E.ON auch. E.ON selber als Mitbetreiber der Anlage hat eingeräumt, dass es wohl Probleme mit Cyberattacken gäbe. Dazu muss man wissen, dort gibt es einen Verladekran, das wird heutzutage alles elektronisch gesteuert und wahrscheinlich mit den heutigen Digitalisierung und so weiter vermutet man da Hackerangriffe und da ist die Anlage wohl noch nicht gut genug gegen geschützt. Also derzeit haben wir da eine ungenehmigte Halle, dort sollen 60.000 Tonnen Uranoxid gelagert werden, die kommen dann nach und nach aus Frankreich, wenn das umgewandelt ist und wir haben 13.000 Tonnen UF6 dort liegen, also Unmengen von Atommüll. Was wir auch haben, sind natürlich Unmengen von Transporten. Das Zeug muss ja dahin, dann müssen 6.000 Tonnen dort getrennt werden, abgereichert, angereichert und anschließend muss der Müll ja auch wieder abtransportiert werden. Das passiert per LKW, das passiert also jede Woche per LKW mit mehreren LKWs. Das passiert per Zug über dann Gronau und dann entweder nach Südfrankreich, wenn es abgereichertes ist, oder es kommt aus Hamburg und wird mit dem Zug zur Anlage transportiert. Wir haben eine Menge Zugtransporte. Was wir nicht haben, ist eine effektive Kontrolle dieser Transporte. Es gibt keine regelmäßigen Transportkontrollen in NRW durch das Land. Es gibt auch keine Informationen an die Feuerwehren, die dann besser auf eventuelle Gefahreneinsätze reagieren könnten. Hamburg hat selber festgestellt, in dem Hafen, jeder zweite Transport weist Mängel auf. Rheinland-Pfalz hat darauf reagiert und gesagt, wir wenigstens die Rettungsdienste vor Ort sollen wissen, dass diese Transporte stattfinden, damit die auf die Gefährdung reagieren können. NRW macht da nichts. Es sind auch schon LKWs von der Polizei bei Zufallskontrollen, nicht bei Kontrollen von diesen radioaktiven